Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute mal nur eine kurze Aufnahme, aber ich habe gerade Bock drauf und mir fehlen auch noch so die Spatzi. Na, was los? Magst du schon wieder am Holz? Und mir sind noch ein paar Sachen eingefallen, die ich noch machen wollte. Und zwar haben wir, da wollte ich mal kurz nachschauen, wir müssen in die Eierkiste hier uns noch zwei Not-Aspins holen. Stellt euch vor, irgendwas passiert und alle Aspins sterben und wir hätten dann keine Eggs mehr, um neue nachzuproduzieren. Das wäre natürlich verheerend. Ne? Also zum Beispiel die Hühner wäre überhaupt nicht schlimm, wir haben mehr als genug Eggs. Aber für die Aspins natürlich auch. Und deswegen nehme ich mir jetzt mal zwei Kräuter raus und ein bisschen Holz. Und dann züchten wir uns mal kurz zwei Eggs. So. Und ich sehe es auch schon kommen, dass ich denke, oh, das ist viel zu wenig Holz. So, und dann machen wir uns doch nochmal so eine kleine, so eine Zuchtbox, ne, würde ich sagen. Dann nehme ich auch mal direkt den Sattel mit und let's go. Ja, ist natürlich jetzt am Regnen, aber what should it? Ich würde mal hier nach unten gehen und wir packen mal direkt das hier aus. Ah ja, hier haben wir auch noch das Ding. Nö, das brauchen wir nicht mehr. So. Und dann stattdessen bauen das hier. Muss ja gar nicht so groß sein. Und tatsächlich müssen sie auch einfach nur zwei Eier legen. Das reicht mir völlig aus. So. Mach mal drei groß, ne? Keine Ahnung, wie groß ich sie letztes Mal gemacht habe. Ich glaube zwei nur. Plan. So. Und hier lasse ich mal auf. Und du bist Nummer 1. 4. Das wird lieblich, das freut mich, aber ich möchte gerne reiten. So. Und hierhin. Stopp. So, dann Shift E. Shift E. Stimmt. Zum Absetzen muss man nur E drücken, glaube ich, ne? Und dann dich auch nochmal. So. Ich hoffe, der andere bleibt da jetzt erstmal drin. Bevor wir fertig sind. Ach ja, mir wurde gesagt, mit Rechtsklick. Oh ja. Du hast recht. Mit Rechtsklick geht es viel einfacher. Maria hatte das gesagt. Weil alle sich darüber beklagt haben, dass Reiten so schwer ist. Stimmt. So kann man ja steuern, wohin. Okay. Kein Wunder, dass es dann so schwer ist. So. Das hier nochmal zugebaut. Zack und zack. Und einen hier drauf. Ja, jetzt habe ich jetzt überlege ich gerade, dass zwei vielleicht doch ein bisschen wenig sind, ne? Und ich mache hier außerdem mal wieder eine Tür rein. Stimmt, das war letztes Mal auch drei breit, ne? Weil genau eine Tür in die Mitte gepasst hatte, glaube ich. Ist ja auch völlig Wayne. So. Und ich weiß nicht, ob das reicht, aber ist eigentlich auch völlig egal. Ich glaube nicht, dass die sich hier rüber wegschieben können. Mal gucken. Und zwei Straußenfahren reichen wahrscheinlich nicht, ne? Ich probiere es trotzdem. Rein damit. Und dann esst mal. Warte, ich gehe mal kurz rein, um zu gucken, ob das wenigstens klappt. Jo. Fröhlich. Und fröhlich. Gut. Dann macht mal bitte Liebe. Ich brauche nur zwei Eggs. Das wäre super nett. Da wird direkt gezaubert. Ja, ihr macht erstmal. Und ich gehe hier derweil nochmal eine Runde und sammle so Müll auf, den wir hier noch rumfliegen haben. Hey, wo kommt das denn her? Ach, weil wir da oben das umgebaut hatten. Ich erinnere mich. Boah, Alter. Ja. Also ich fühle mich auf jeden Fall noch besser verteidigt, als wir als vorher, als wir die Wölfe hatten. Bin ich ehrlich. Weil die sind ja deutlich stärker, ne? Haben die eigentlich mittlerweile schon Leben verloren? Nee. Was er da macht, frage ich mal nicht. Oh, jetzt wird er sich beobachtet und haut ab. Ja, der da auch, ne? Ich glaube, der will da hoch. Nix ist. So, da wurde gerade schon einmal gezaubert. Ich guck mal, ob da jetzt ein... Oh, nee, ne? Komme ich jetzt nicht durch. Ah, doch. So. Ich kann die Tür auch einfach auflassen, ne? Stimmt. Ah, und? Ich, warte mal, ich mach den mal andersrum auf, oder? Oder noch besser, ich reiß das einfach weg. So. Die können hier nicht durch. Aber hier ist nichts. Ich hole mal noch mehr Straußen fahren. So. Schmatzi. Der mag's hier, ne? Glaube ich. So, unter der Treppe hat er so seinen Platz. Finde ich irgendwie cute. So, hier wollte ich hin.
Kreiders. Da nehme ich mal, komm, was soll's. Die spawnt doch da unten sowieso nicht. Und was über ist, das, ja, ist halt über. Und wenn es auch mehr als zwei Eier sind, ist es ja auch okay. Obwohl, die anderen würde ich vielleicht wieder ausbrüten. Kein Plan. Die sind noch beide fröhlich. Ich glaube, ich packe hier doch erstmal 10 hin, nur. 10 sind vielleicht auch ein bisschen viel, ne? Erstmal 4. Können beide zweimal nach was nachessen. Und die sollten hier ja nicht reinkommen. Und das wegfressen. Hoffe ich mal. Könnt ihr jetzt mal Liebe machen? Gut, ich komme später wieder. Und dann gehen wir den durch. So, ab nach unten. Und den Stuff erstmal weggeworfen. Und mir fiel übrigens auch was anderes auf. Und das sieht man auch gerade ganz gut hier. So. Denn wir haben ja hier diese Kanten mit diesem schwarzen Holz verziert. Und wenn ich mal nach oben gehe, das fiel mir auf, als wir den Balkon nämlich neu gemacht haben. Oh, ich muss noch pennen gehen gleich erstmal. Ja gut, können wir ja machen. Hier beim Balkon nämlich, hier haben wir nämlich diese schwarzen Rahmen, aber hier außen nicht. Ne? Überall nicht, hier auch nicht. Haben wir von den... Oh, warte mal, bevor ich hier irgendwas mache, haben wir von den schwarzen Rahmen überhaupt die? Ja, haben wir. Dann kann ich die nämlich alle ersetzen. Oder? Ich weiß, das kostet eine Menge Teer, aber so what, oder? Dann holen wir uns halt neuen, wenn wir brauchen. Aber zuerst einmal würde ich gerne die Nacht überspringen, also gute Nacht. Guten Morgen. Und ab nach unten. Diese unheimliche Musik, obwohl die Nacht schon längst vorüber ist. Jetzt kommt die Morgenmusik wieder. Nicht? Alter, Viecher, es macht ja mal hier keinen Stress. Okay, da kommt sie doch. So, Thea. 1, 2. Ah ja, stimmt, erstmal haben wir den Müll. Den bringe ich mal kurz her. Hier. Dort. Und dort. Und Giftbären haben wir auch. Die kommen hier rein. Außerdem brauchen wir gerade den Sattel nicht mehr. Also, den brauchen wir überhaupt nicht mehr. So. Das ist diese Tatze, die da rausguckt. Das finde ich irgendwie cute. Mit diesen zwei kleinen Krähchen dran. Na, gut, wie auch immer, Holz. Nehme ich auch mal mit, so. Hm, wobei, ich brauche immer die doppelte Menge Holz. Ah, ne, gar nicht, wir kriegen ja auch immer Holz zurück. Und ich würde tatsächlich sämtliche, alles, wo wir Rahmen gebaut haben. Oh, stimmt, ich habe Eisen hergestellt, Moment. Wo wir Rahmen gebaut haben, also auch hier zum Beispiel, das komplett ersetzen, oder? Ich meine, warum nicht, ne? So, her damit. Und nach oben. Jump, jump, jump. Und rein damit. So. Und ich muss wieder anmachen, ne? Wir haben ja was verbraucht und das muss jetzt erstmal neu produziert werden. Halt. 7 wieder raus. So. Und ja, ja doch, komm. Ich nehme den Kohlebatzen jetzt schon mit. Zack. Und rein damit. So viel Zeit muss sein. So. Und dann hier natürlich ebenfalls. Zack. Und. Zack. Hervorragend. Dann den 20. Und hier auch nochmal. Zack. Sehr gut. Dann die Kohle weg. Und weitergebaut. Beziehungsweise angefangen zu bauen. Immer noch gar nicht angefangen. So, das hier weg. Und. Hier ran. Das weg und hier ran. Oh, nee, ne? Ist das überhaupt richtig? Nee, ist es nicht. Das müsste ein Stück höher, ne? Oh, oh. Weil sonst ist das ja so in der Treppe. Weil das sieht doof aus, finde ich. Oder sieht es doof aus? Mach mal kurz. So, probieren wir mal aus. Oh, doch, das sieht voll Hammer aus. Ja, auch wenn die Stufen hier reinragen. Ich mache es trotzdem, bin ich ehrlich. Nee, Eisen möchte ich nicht. Das kann er jetzt erstmal vor sich hin brutzeln. So. Und so. Und damit ich nicht permanent hin und her switchen muss, glaube ich, ich mache erstmal die schrägen. Ah, hier habe ich gar keine dran gemacht, ne? Ja, ich glaube, da brauchen wir die auch nicht. Hier aber. So. Und so.
Stimmt, ich hätte gar kein Holz mitnehmen müssen, ne? Wir kriegen eher immer zwei Holz raus und bauen zwei wieder hin. Fällt mir gerade so auf. Gut. Das weg. Und. Nee. Nee, nee, nee. Da dran, jo. Dann das weg. Ich scroll mal ran. Und hier ran. So. Ja, doch. Macht schon was her. Und hier unten fehlt übrigens auch ein Dingens. Dann mache ich mal den. Wollte ich danach machen, ne? Mit dem Hin- und Her-Switchen. Jetzt mache ich es doch. Ich will hier doch die Schrägen nach unten machen. Nicht unten, sondern oben, genau. Nee. Nee. Ich hab nee gesagt. Zapfi. Dieser Hahn, weißt du? Och nö. Flauschi? Los, geh vorbei. Alter. Das machen die doch mit Absicht. Genau jetzt, wo ich hier am Werkeln bin. Wollen doch nur Aufmerksamkeit. So, hier. Und hier. Dann hier nochmal diese Kanten so. Ah. Da habe ich sie gebaut. Sag mal. Jetzt gehst du wieder hoch, weißt du? Weißt. Du willst dich doch nur an mir reiben. Gib's zu. So. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das machen wir jetzt überall. In jedem einzelnen Stockwerk. Alles, wo Rahmen ist, wird es ersetzt. Hier haben wir die gebaut. Nee, die will ich nicht. Natürlich, die hier will ich. So. Ja, mache ich so. Den weg. Und hier. So. Und ich wechsle doch durch. Von oben nach unten. Ist, glaube ich, keine schlechte Idee. So. Und so. Wenn ich die hier dran... Och man, jetzt reicht's aber. Zapfi, ey. Wenn ich die hier dran mache, sieht man sie gar nicht, ne? Doch, sieht man. Gut. Dann ran damit. So. So. Und so. Und wie viel Teer haben wir noch? Ja, einen halben Stack haben wir schon verbraucht. Shit. Müssen wir bestimmt was nachholen, ne? Aber so sei es. Auf jeden Fall war mir das ein Anliegen. Weil tatsächlich, ne? Oben am Dings habt ihr es ja gesehen. Beim... Ups, nein. Beim Dingens hier, wie heißt es denn? Balkon. Da sah das ja schon irgendwie komisch aus mit diesen Gemischten, ne? So, das hier dran. Und hier machen wir mal... So. Hier dran. So. Sehr gut. Immerhin die Mitte targeten sollte gehen, ne? Ja. Ja. Sehr schick. So will ich das sehen. Aber stimmt, also habe ich schon wieder eine Passage übersehen. Und zwar fiel mir auch auf, dass wir hier gar keinen Rahmen gezogen haben. Keine Ahnung, warum nicht. Das hole ich mal nach. Nee, das ist falsch. Das ist auch falsch. Nein, nein. So ist richtig. Alter. Hä, warum macht er das? Soll's da anbappen? Er nimmt immer den oberen. Weil er den hier haben will, ne? Wenn ich so mache, geht's, ne? Ja. Gut. Na klar doch. Dann nehme ich andere Anknüpfpunkte, dann funktioniert's. Und so. Ist auch gerade sehr gut. Ja. Sieht doch besser aus, oder? Den hier hätte ich auch gerne in diesem... Nur den in halb, ne? Ansonsten ragt unten was durch. Nee. Gut, dann lasse ich das. Aber dann hätten wir das hier schon mal. Und dann sind wir hier bei der Etage. Dann machen wir das natürlich genauso. Da kann ich sogar den langen nehmen. Hätte ich auch unten machen können. Da spare ich her. Ja. Ja, ja, ja. Den und den weg. Füll damit. Und dann den langen dran gebappt. So. Hervorragend. Das mache ich hier oben auch. Also den weg. Den weg. Oh, oh. Wird halb, ne? Haben wir wieder das Halb-Halb-Problem. So, und... Ja doch, hier können wir so einnehmen. Huch, der habe ich doch gar nicht angetargetet. Dreist. So, und... Ja, da hätte ich eigentlich auch einfach das eben gerade anders aussehen können. Und so. Hm, so dran.
Ja. Dann hier nochmal. Drain. Den weg. Und den. Der sah richtig aus, ne? Ja, so. Doch, doch. Macht was her. Sehr gut. Und jetzt natürlich hier den Rand noch. Das müssen wir ja leider auch... Oh nein! Ja, was machen wir dann hier? Oh oh. So? Ja, komm! Dann machen wir das so. Ich muss hier nochmal kurz wegmachen. Hä, warum habe ich denn da zwei hingebaut? Keine Ahnung. Dann mache ich die Kante hier weg. Die ist ja sowieso nicht so hübsch. Bin ich ehrlich. Das weg. Das weg. Und dann den weg. Und den. Ne, dann nehme ich doch den kleinen. So. So dran. Und hier dran. Und nach unten, ne? Warte. So. Hier gegen. Und nach unten. So. So. Schon wieder der Sound weg. Keine Ahnung. Irgendwie ist alles ein bisschen buggy in letzter Zeit, ne? Kein Plan. So. Ja, sehr gut. Haben wir das Problem gelöst. Dann nehmen wir den hier. Oh, warte. Der hier muss auch gedreht werden. Und zwar einen. Entweder so oder so. Da nehme ich den. Ja. Und dann den hier mit ersetzen. Oh, Gott sei Dank fallen die auch immer nach oben. Müssen wir nachher nicht so viel aufsammeln unten. Halt! Hier können wir wieder lange benutzen. Bitte den Teer. Ja, habe ich. So. Den, wenn wir den lang benutzen können, dann sollten wir sie auch benutzen, um Ressourcen zu sparen. Hier muss ich leider wieder kurze nehmen. Halt. So. Und so. Dann einen von der Seite. Und einen von der Seite. Nee, da unten anbappen, bitte. So. Oh. Das passt ja gar nicht. Habe ich das manuell gemacht? Oh, nee. Oh. Der hier ist schon falsch. Nö, so nicht. Dann hat er vielleicht deswegen auch hier den falschen angebappt, ne? Warte mal. Vielleicht da. Ja, ja. Yes. Sehr gut. Dann hier nochmal weg. Und den langen genommen. Und den auch weg. So. Und hier weiter gemacht. Hervorragend. Wie viel Teer haben wir noch? Wir haben noch nicht mal ein Teerbobble verbraucht. Ist gar nicht schlecht. Oben haben wir ja Gott sei Dank schon durch das Schwarze ersetzt, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Müssen wir gleich mal gucken, was da noch fehlt. Aber ich glaube, ja. So. Dann die Treppe. Da nehmen wir natürlich wieder die... Oh! Ja, ne? Da, wo die ganzen Viecher sind. Hier. Da sind die ganzen Asquins und die müssen alle geladen werden. Ja, moin. No. Na und? Also, ich finde, dass es da, das war eine sinnvolle Idee, das zu machen. Auch wenn es laggy ist, dafür fühle ich mich sicher. Ist es denn den Preis wert, frage ich mich gerade. Wahrscheinlich schon, ne? Ich meine, Sicherheit ist in dem Game ja schon etwas sehr Wertvolles. Da kann die Framerate ruhig ein bisschen einbrechen. Hauptsache, wir sterben nicht. Weil ich auch die Sorge habe, jemand hat in die Kommentare geschrieben, dass ich sehr mutig bin, dass ich einen Asquin hier in meine Bude lasse. Weil wenn einmal fliegende Viecher angreifen, dann ruppt er uns die ganze Bude auseinander. Ich bin ganz ehrlich. Wenn er einmal die Bude auseinanderruppt, dann kommt er raus. Also, nö. Das lasse ich nicht mit mir machen. Der muss sich schon an unsere Regeln halten, sonst wird das nix. So. Und so. Sehr gut. Ja, das gefällt mir sehr gut, dass wir das gerade machen. Dann hier oben natürlich nicht vergessen. Oder gehe ich erstmal auf die Gegenseite? Die habe ich schon. Dann hier oben nochmal... So, den länglichen. Das weg. Und das. Und hier ran. So. Und den und
den und hier ran. Sehr gut, dann halt den mit dem ersetzen. So. Hm. Ja, das sieht zwar komisch aus, muss aber sein. Wobei ich überlege gerade, wenn wir den so machen, sieht besser aus, ne? Ja, ja. So. Ja, das ist besser. Sehr gut. Und dann gehen wir hier mal weiter, aber hier kann ich wieder einen langen nehmen. Das freut mich natürlich. Ah, stimmt, aber ich muss auch einen halben wieder irgendwo verbauen. Hm. Ich reiß es mal alle weg. So. Und dann mache ich einen hier und einen, der den anderen ein bisschen überlappt, ne? Hier. Aber so sei es. Dann hier und dort. Und wie viel Teer haben wir noch? 34. Ja. Sind doch schon halb fertig, ne? Gefühlt. So ungefähr. Mann, ist schmatzig schwerfällig. Not bad. So, hier lang. Mache ich wieder erstmal weg, ne? Ich glaube, das ist einfacher. Und wenn das Holz runterfällt, ganz ehrlich, dann hole ich neues. Wir müssen sowieso gleich nach unten, um nach den Aspen Eggs zu gucken. Ja, hier zum Beispiel ist mies. Ah, nee, gar nicht. Ich kann ja hier nutzen. Sehr gut. Ja. Da haben wir Glück. An dieser Stelle. So. Und so. Und die Trophäen reden die ganze Zeit mit uns, ne? Naja, wie sollen sie machen? Finde ich allerdings ein bisschen unheimlich, dass die hier immer noch leben. Hä? Die sind nicht vom Wetter geschützt. Das ist aber seltsam. Der hier schon, obwohl hier mehr Schnee drauf liegt. Mein Plan, was das soll. Gut. Ja, den da kann ich auch gleich wegschmeißen. Und den hier auch. Nee, erstmal nehme ich die langen. Ja. Erstmal die langen. Aber den hier kann ich schon mal wegmachen. Und dann kann ich den langen nämlich hier hinbauen. So. Hier einen. Nee, da war es doch schon. So, ja. Sehr gut. Ich mach mal wieder so. So. Und so. Und hier und da. Und dann hier jeweils. Oh. Ah nee, da kommt noch ein langer hin. Hier. So. Hier würde ich auch gerne einen langen machen, aber der wäre zu lang. Also muss ich hier leider wieder kurze nehmen. So. Und hier ein. Und das war's, ne? Ah, nee, da noch. So. Und das ganze Holz liegt sogar oben. Also ich glaube, ein bisschen ist runtergefallen, aber im Großteil auch nicht. So, und die sind hier alle zwischengeklemmt. Hör damit. So. Oh, ist das am Längen. Holy shit. Gut. Das hier weg. So. 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 Den, den, den. Diesen hier, den und den. Dann den lang. Hier ran. Ja, hier haben wir 1000 Anknüpfpunkte, ne? Plusti, du bist im Weg. Aber auch nur ein bisschen. Nicht so, wie, nicht so sehr wie die anderen eben gerade. Gut. Warte mal. Das sieht ein bisschen komisch aus, ne? Schmatzi. Mann, ist der wuselig. Entscheid dich doch, wo du hin willst. So, wenn ich den so mache, ist doof, ne? So, nee. Oh, Diggi, jetzt komm. Geh. Geh mit Gott, aber geh. So. Hätten wir das? Sehr gut. Ja, dann nochmal hier. Natürlich vergesse ich diesen Balkon hier nicht. So. Dann hier.
hier und hier. Einen kann ich schon mal bauen. Das weg und dieser. Und den langen. So. So. Und so. Und wie viel Teer haben wir noch? 17. Ja, das geht ja. Ich dachte eigentlich wirklich, das kostet jetzt so viele Ressourcen, dass wir nochmal Teer holen gehen müssen. Aber müssen wir gar nicht. So, Food. Und ich schmeiße mich mal eine Pofe, ne? Die Sonne geht gleich unter. Mit wieder allerhöchster Eisenbahn. Gut. Die Sonne ist schon untergegangen. Jetzt aber schnell. Gute Nacht. Guten Morgen. Und da würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Aber ich hole mal kurz Teer, ne? Ja, obwohl 17 haben wir noch. Komm, das verbaue ich schon mal. Digi, verzieh dich. Dankeschön. So, hier kann ich mal das schon mal wegreißen. So. Hier lasse ich, ne? Ja, das passt auch hier zu dem. Da lasse ich's. Aber hier am Rand natürlich nicht. So. Ja, das Holz kann ruhig runterfallen. Ich gehe sowieso gleich runter. Ach so, das ist das Ding. Gut. So. Ich reiße jetzt mal alle ab, ne? Dass sie auch alle oben liegen bleiben, das freut mich. Ich glaube, hier ist es nicht einer runtergefallen bisher, oder? Keine Ahnung. So. Hätten wir das? Dann hier den Rahmen. Das. Das. Hier. Da. Und dort. Und natürlich noch der da. Und dann bauen wir erstmal wieder. Weil ich glaube auch nicht, dass wir genug Teer haben für das, was wir jetzt abgerissen haben. Um das nachzubauen. So. Aber stimmt, wir können hier wieder die langen benutzen, natürlich. Dann tue ich das auch. So. Und hier mache ich nochmal diesen Trick, ne? Warte mal. Mach mal so. Und hier gegen. So. Zack. Ja. Habe ich das hier eigentlich auch? Hier sieht es sauber aus, ne? Ne, hier geht es so rein. Wenn das so ist, mache ich den hier auch neu. So. Und so. Hervorragend. Sehr gut. Ja, dann können wir hier theoretisch weitermachen. Ich sammle mal kurz das Holz auf. So. Und dann. Oh, der Hammer ist auch gleich kaputt. Das ist ein zweiter Grund, in das Lager zu gehen. So. So. Wie viel Teer haben wir noch? 12. Frage ich mich, was zuerst kaputt geht. Was zuerst passiert, ob der Hammer kaputt geht oder Teer alle ist. Aber ich glaube, Teer ist zuerst alle. Digi, ist der Weg. So, hier lang. So, so. Und hier runter. Sehr gut. Da noch, da noch. Und hier noch. So, und jetzt gucke ich mal kurz von der Seite. Das war's auch, ne? Oh, das sieht viel schöner aus. Viel schöner. So, wir haben 2 Teer. Komm, die verbauen wir auch eben noch. Hier. Und hier. Zack. Und dann ab nach unten ins Lager. Wir können theoretisch ein bisschen Holz... Ach, stimmt. Shit. Hä? Oh. Ich habe Kernholz über. Das kann ja nicht sein. Ich habe bestimmt irgendwo was abgerissen und nicht neu gebaut. Ich hole mal einen Batzen Teer raus. So. Der reicht locker für den Rest. Und das Holz, was über ist, das packe ich dann oben in die Feuerholzkiste, ne? Fällt mir gerade so ein. Aber gut. Oh, hier habe ich was vergessen. Aha. So nicht. Was habe ich davon, ne? Wenn ich so viel auf einmal mache und es doch nicht einen nach dem anderen ersetze. Aber naja. Oh, stimmt. Ich habe den Hammer nicht repariert. Aber ist ja eigentlich auch völlig egal. Weil wir gehen bestimmt sowieso gleich nochmal alles ab, ne? Sicherheitshalber. Nochmal alles abchecken. So, haben wir repariert. Und weiter geht's. Ja, doch. Sieht voll geil aus. Gefällt mir. Und dann hier hoch. So. Und so. Und hier auch noch, ne? Ja. So. Und hier. Und hier.
Und hier. Ah, das Kernholz ist über von der Ecke da hinten. Da haben wir ja aus zweien einen gemacht, ne? Glaube ich. Ich glaube, da kommt das Kernholz her. Ja, das macht Sinn. So, hier war alles richtig, ne? Keine Ahnung, warum ich hier die da dran gemacht habe. Bestimmt, weil da so eine hässliche Lücke war. Die kann ich aber lassen, weil die zur Stufe passen. Das reimt sich sogar. Also es ist doppelt gut.